Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo Leute, willkommen zu meinem neuen Vlog. Willkommen zu Aili Lifestyle and Fitness. Wir müssen in circa einer Stunde den Bus nehmen zum Flughafen. Ich habe schon geduscht, mich ready gemacht. Und meinen Koffer packe ich jetzt noch zu Ende mit meinen Sachen, die ich gerade noch benutzt habe. Ich gehe mal ein bisschen ins Licht. Der Fernseher läuft schon wieder. Das ist mein Outfit. Ich habe eine Gymshark Leggings an. Ich habe leider keinen Ganzkörperspiegel. Dann diesen Pulli. Beziehungsweise diesen dünnen Pulli. Ich finde den so schön. Und jetzt lege ich noch meinen Schmuck an. Und dann kann es gleich losgehen. Eingecheckt, Security Check-in durch. Und jetzt Kaffee, bevor wir zum Gate müssen. Jetzt haben wir ein bisschen mehr rausgefunden. Oder Patrick hat mehr rausgefunden, wie das funktioniert. Dreh das mal. So cool. Off to the gate. Einfach genau jetzt ist mein Kopfhörer kaputt gegangen, dieser Pnüppel. Really? Das ist echt unangenehm. Zumindest höre ich noch ein bisschen was. Das ist doch echt uncool. Genau jetzt im Flieger geht mir dieser Kopfhörer kaputt. Das kann wieder nur mir passieren. Wir haben jetzt Köfte mit Pommes, Reis und Gemüse. Schokomousse, einen kleinen Salat und Wasser. Gedacht und jetzt müssen wir ein bisschen hier noch verweilen und trinken Tee und Wasser und Kaffee. Vielleicht gehen wir noch was essen. Und dann geht's weiter nach Dalaman. Ist einer von Ihnen schwanger? Ich so, nein. Also er jetzt nicht, ne? Der so, ja, heutzutage muss man ja fragen, weiß man ja nicht. Nein, so, ich guck nochmal. Ja, der ist schon mal. Und die andere Frau so, voll gedisst, ey. Ja, ich meinte dazu, hey, hör mal zu. Alle voll Patrick Spieltag am Gutachten. Das ist aber auch echt mega cool. Ja. Wir haben jetzt türkischen Kaffee. Ja, man hört nichts. Einfach nur Musik im Hintergrund. Dann hört man Schuss. Ich hatte heute nur das im Flugzeug eben. Okay, jetzt muss ich erstmal. Die Szene ist okay. Ja. Und du hast halt irgendwie, drückst du drauf und dann. Das ist so cool, ja, ey. Hier macht das so eine Szene, wo wir Kaffee trinken. Wir müssen so lange warten. Wir haben jetzt noch ein bisschen was zu essen. Ich habe mir gefüllte Weinkornblätter geholt. Ich liebe das. Patrick hat Gözleme. Und Börek. Guck mal nach dem Sandwich. Kriegt ihr auch in Deutschland aber gut. Lecker. Lecker, lecker. Es ist 21.30 Uhr. Wir sitzen im Transferbus. Wir haben gerade noch Geld gewechselt. Und sind gerade in Dalaman. Und ich weiß nicht, ich glaube, wir brauchen eine Stunde oder so jetzt bis zum Hotel. Und ich habe Hunger. Was soll ich erzählen? Ach ja, die Luft. Die Luft ist so schön. Man riecht direkt so dieses Türkei. Hallo Sibel. Hi. Roomtour. Wir sind endlich im Hotel angekommen. Oh mein Gott, hier ist ein Spiegel. Hey Leute. Oh Gott, das hat sich gerade richtig komisch angehört. Oh mein Gott, das ist ein Spiegel. Oh mein. Hier ist so ein offenes Bad quasi. Wir haben hier. Das Badezimmer im Hotel. Hier ist die Dusche. Und hier ist das Troy's Haus. Hier haben wir einen Schrank mit Bügeleisen. Ist das All-Inclusive? Ja, natürlich, wir haben Ultra All-Inclusive. Darfst du was zu essen? Dann gehen wir jetzt gleich essen. Hier ist nichts, hier ist nur Bier. Das Restaurant hat einfach 24 Stunden auf, genauso wie die Bar. Und hier gibt es keine Snacks. Patrick sagt, das Zimmer ist sehr so halb eingerichtet, als würde irgendwas fehlen, weil da hinten so viel Platz ist. Ich finde es sehr modern. Ich bin doch gerade am Filmen. Ja. Das ist schon längst gesehen, der Typ hat uns das ganze Zimmer gezeigt. Oh ja, ihr seid jetzt Freunde. Wenn du auf dem Sofa saß. Er bringt jetzt noch unsere Koffer und dann gehen wir essen. Und dann gucken wir mal, ob wir noch in die Bar gehen und dann geht es erstmal schlafen. Laut Wetterbericht soll es morgen 100% regnen. Echt nicht so cool direkt am ersten Tag. Ist aber nicht so schlimm. Wir nutzen diesen Tag, um shoppen zu gehen. Und Patrick und ich nutzen diesen Tag, um im Fitnessstudio ein paar Fotos zu machen und ein paar wichtige Videos zu drehen. Hast du auch was im Auge? Hat er was im Auge die ganze Zeit? Ja, genau, ich mach die nach, weil ich dich so cool finde. Auf jeden Fall wird es die anderen Tage mega schön und ich freue mich, weil wir schauen gleich nochmal, wo wir wirklich hinfahren. Wir wollen auch auf eine Insel fahren und so. Das wird so cool. Good morning in the morning. Ich glaube, man hört im Hintergrund, wie sehr es regnet. Das wussten wir ja schon, deswegen ist es nicht so eine Enttäuschung. Und ich habe Besuch bekommen. Das nervt mich richtig, weil wir Videos drehen wollen. Aber ist nicht so schlimm. Und jetzt donnert es sogar. Laut Wetterbericht soll es aber gleich schon wieder, also um 11 oder so, die Sonne scheinen und die Tage danach auch gar kein Regen mehr.
Ich kann euch jetzt leider nicht den Ausblick zeigen, weil dann ist meine Kamera klatschnass. Es regnet sogar rein, wenn man das Fenster aufmacht. Aber wir haben voll den schönen Blick, weil man sieht ein bisschen das Meer und dann diesen Berg oder Hügel von Fethiye. Heute esse ich auf jeden Fall Keto, weil gestern Abend waren wir dann in diesem à la carte Restaurant. Das war dann nicht mehr so gesund und ich habe das auch nachts irgendwie dann echt gespürt. Deswegen heute auf jeden Fall gesund. Ich habe schon mein Vitamin C und mein Kurkuma genommen. Also es ist so voll, deswegen wollte ich nicht am Buffet filmen. Aber es gibt sogar Oliven mit so, was ist das, Rollmops, ne? Drumherum? Rollmops. Also ziemlich cool hier. Fettes Omelette, Köfte, Gurken. Patrick macht Massephase. So, jetzt haben wir gefrühstückt und jetzt gehen wir uns mal die Anlage anschauen. Heute ist einer der kältesten Tage und in der Sonne ist es echt schon mega schön angenehm. Und ich stehe gerade vorm Pool. Hallo? Da ist aber einer aufgewacht. Warum denn? So, nee, dem Pool. Da oben ist unser Zimmer. Da. Und hier ist das Restaurant, wo wir gerade essen waren. Oh, Patrick, du machst es extra, ne? Springer mit der Lanze. Was hast du gesagt? Kein Speerfischen. Was soll diese Linie? Kann nicht vom Beckenrand springen. Aber danke, Furkan, danke. Wir gehen jetzt gleich so ein Pavillon mieten, damit wir den für die schönen Tage haben, weil die muss man extra mieten. Und hier ist auch so der Adults-Bereich, also hier sind keine Kinder. Ich meine, ich mag Kinder, aber gestern Abend in der Bar, die liefen da rum und haben voll rumgeschrien, das ist dann schon ein bisschen anstrengend. Deswegen ist es voll cool, dass die hier so Erwachsenenbereiche haben. Und irgendwo hier hinten muss noch eine Insel sein, die wir auch noch besuchen gehen werden mit einem Boot. Müssen wir mal rausfinden, wie wir da hinkommen. Ja, und jetzt gucken wir uns weiter die restliche Anlage an, oder? Sonne blendet nochmal. Ja, für schön. Ich mich, ist es wirklich kalt oder denkst du nur, ist es Kaffeepause. Patrick mobbt mich, weil ich die Einzige bin, die keine Milch in ihrem Kaffee hat. Kuhmilch ist scheiße. Kuhmilch macht Pickel, Leute. Würde nur Hafer- oder Kokosmilch trinken oder Mandelmilch, aber ungesüß. Ungesüß. Merkt euch das. Oh, Patrick, es geht los. Was geht los? Du wirst wach, langsam. Was hast du mit deiner Hülle gemacht? Hast du die auf den Herd gelegt? Ja, ich hab so Bock auf Hüllentoast. Hallo Leute, willkommen zu meinem neuen Vlog. Willkommen zu Eileen Lifestyle and Fitness. Nein, heute gebe ich euch Lifestyle drei... Nutrition. Heute gebe ich euch drei Tipps gegen Pickel. Das hat doch mit Lifestyle Tisch nichts zu tun. Ernährt euch einfach gesund, ne? Keto und Low Carb, ihr wisst Bescheid, ne? Keine Kuhmilch. Der mobbt mich nur, ne? Lass sie doch. Echt mal, lass mich doch. Wenn die Patte da irgendwann da ist, dann kommt die alle an, Alala. Liken, abonnieren, die Glocke aktivieren. Hallo. Oh, du Süße. Sprechen und dann hören, wie sie über mich lästern. Ich glaube, in den Geschäften muss man eine Maske tragen. Ich bin mir nicht sicher. Ich mache es einfach. Und für eine 15-minütige Taxifahrt haben wir jetzt 10 Euro bezahlt, umgerechnet. Glaube ich ungefähr. Ich habe ihm auch mega Trinkgeld gegeben. Und wir haben seine Nummer. Voll cool. Das ist nämlich so cool. Dann können wir ihn einfach anrufen und der holt uns dann einfach auch hier wieder ab. Also, ihr habt ja gesehen, was ich heute Morgen gefrühstückt habe. Mega Portion, voll viel Protein, alles Keto mit Gemüse. Und jetzt sind wir schon. Ein Börek. Ein Börek-Czörek, richtig gesund. Ja, und jetzt sind wir schon echt lang unterwegs. Wir haben jetzt schon 2:30. Das heißt, wir haben das Mittagessen im Hotel verpasst. Das ist mir auch noch nie passiert. Aber ist nicht so schlimm, weil ich bin immer noch satt vom Frühstück. Das war echt ein fettes Omelette, was die Frau mir da gemacht hat. Und das heißt, es wird erst um 18.30 Uhr wieder Abendessen geben. Und jetzt wollte ich eigentlich einen Milchkaffee bestellen, aber ich habe mir jetzt einen normalen Kaffee bestellt, weil ich verzichte ja schon auf Kuhmilch. Kuhmilch ist scheiße. Kuhmilch macht Pickel, Leute.
Das heißt, ich bin die ganze Zeit eigentlich am Fasten. Richtig gut. Und ich trinke nachher noch Ketone, bevor ich ein bisschen trainieren gehe. Und dann gibt es erst danach wieder Essen. Und dann war das ein sehr gesunder Tag. Ich glaube, wir haben heute auch echt einige Schritte gemacht. Oregano, Basil, Chili, Hot Paprika, Rosemary from Indrim. Bitte riech mal. Und das ist nur Chili mit Knoblauch. Das riecht nicht. Also, wo hast du Deutsch gelernt? Ach, meine Deutsch ist nur mal Straßendeutsch. Straßendeutsch. Ich habe gelernt nur in die Straße. Möchten Sie Safran haben? Möchtest du Safran haben? Nein. Okay. Okay. Gibt es. Wir haben uns jetzt von dem gleichen Taxifahrer wieder abholen lassen von der Stadt. Und dann hat er uns hier hochgefahren, weil wir hier lang müssen, um uns diesen Ausblick zu zeigen. Mega schön. Ich check überhaupt nicht, wo wir sind und ich weiß auch gar nicht, wo das Hotel ist. Aber es sieht richtig schön aus. Wir machen uns gerade fertig, oder ich bin schon fertig, fürs Abendessen. Und ich habe das Oberteil an, was ich auch auf dem Flug anhatte, weil ich habe bemerkt, dass ich echt kein Langarmshirt dabei habe und auch keine Jacke, die jetzt irgendwie bequem ist. Ziemlich dumm, aber ab morgen wird es ja schön. Und dann habe ich meine neue Jeans an, zeige ich euch jetzt gleich. Aber ich wollte euch noch was zeigen. Und zwar meine Ausbeute. Ich habe mir so einen Top geholt. Das hat 100 Lira gekostet. Das ist aber auch aus einem echt guten Laden. So heißt der Jimmy Key. Und die Sachen waren ein bisschen... ja, nicht teuer oder so, aber ja, die haben halt auch eine Qualität. Aus dem gleichen Geschäft habe ich diesen Jogginganzug, der so ein bisschen schicker ist. Echt ein richtig schöner Stoff. Der Patrick fand halt den Pulli so schön, weil es mal was anderes ist irgendwie. Und der hat halt hier oben noch so Knöpfe und dieses Muster und dazu gehört halt die Hose. Und dann habe ich halt einfach beides mitgenommen. Dann habe ich bei LTB diese Hose geholt. LTB gibt es, ich habe das mal in Düsseldorf auch gesehen, aber super selten in Deutschland. Und mir passen die Hosen da, weil ihr wisst ja, ich habe ein bisschen dicke Oberschenkel. Die ist tatsächlich von Only, aber ich habe dieses Modell, so wie es ist, noch nie bei Only gesehen, weil bei Only passen mir die Hosen definitiv nicht. Dann habe ich noch eine ganz normale Jeans und das Coole hier ist halt, die war mir natürlich viel zu lang, ich bin ja relativ klein und die schneidern die halt sofort und 45 Minuten später kann man die abholen, das ist auch umsonst sogar. Die hat gekostet 400 Lira, die hat gekostet 350 Lira. Und das hier habe ich bei LC Waikiki gekauft. Das ist einfach so ein dünner Sportpulli. Fand ich ganz cool, wenn ich in der Schweiz dann abends zum Training gehe und es ein bisschen frisch ist, ziehe ich den drüber. Der hat nur 99 Lira gekostet. Und dann habe ich mir diese Hose geholt. Die war, glaube ich, die teuerste, aber die ist auch die schönste, finde ich. Jetzt warten wir noch, bis der Herr sich fertig gemacht hat. Und dann geht's endlich essen. Wir hatten ja kein Mittagessen. Ich habe jetzt echt Hunger. Ach, und oh Gott, hier sieht es aus wie Sau. Jetzt gerade scheint die Sonne so schön. Ich zeige euch jetzt mal den Ausblick hier. Schaut mal. Mega schön. Und da hinten, das sieht echt, echt viel größer aus, ist dieser Berg, wo wir vorhin noch waren. Da unten haben wir am Wasser und da haben wir morgen den Pavillon gemietet. Wir werden dort morgen essen. Den Tag verbringen. Essen. Ich denke nur ans Essen. Ich habe Hunger, Leute. Ich zeige euch gleich noch, was ich auf meinem Teller habe. Keto. Mini-Cheesecake und ganze Cheesecake. Oder ist das... ein bisschen Obst drauf, damit es ein bisschen gesund ist, ne? Das ist echt heftig. Die machen so krasse Süßigkeiten. Das Buffet ist der Hammer. Ich habe hier so einen Spicy Chicken Salad. Da habe ich einfach Artischocken. Ich liebe Artischocken. So ein geiles Keto-Lebensmittel, was für den Darm gut ist. In Olivenöl. Roast Beef. Dann Smashed Auberginen-Salat oder was das auch immer war. Oder Roasted Auberginen-Salat. Oliven, Bamia ist auch Keto, Bohnenpüree und eine Suppe. Ey, wirklich, ich bin richtig begeistert, das ist meine Vorstellung. Zweiter Gang, nochmal Roastbeef, Aubergine, was ist das noch? Ist meine Hose, ne? Fleisch, keine Ahnung. Nochmal diesen Chicken-Salat. Eigentlich ist meine Tasche mit drauf. Ja. Und eine Hühnchenpastete, ich bin mal gespannt, wie die schmeckt, ich probiere jetzt mal.
Schmeckt ein bisschen wie Hummus. So, wir waren jetzt am Essen und ich beende jetzt den Vlog. Ich glaube, das reicht, damit ich doch einen neuen starten kann. Wir gehen jetzt noch in die Erwachsenenbar, die Kinder nerven mich. Und dann gibt es noch eine Show. Genau, ich wünsche euch allen einen schönen Abend, einen guten Tag, einen guten Morgen. Was auch immer ihr gerade tut, vielen Dank fürs Zusammen. Kann ich reden? Kann ich reden? Oh nein. Vielen Dank fürs Zuschauen.